Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute ist Sonntag. Das Wetter seht ihr selber, das ist recht sonnig, aber auch ein paar Wolken schon da. Und der Wind ist wieder mal da. Gestern war es ein bisschen besser, aber trotzdem war das recht frisch. Ja, ihr Lieben, mein Schnucki war schon so fleißig, ne? Der hat schon Brot gemacht. Das ist Wahnsinn, oder? Hat zwei Brote gemacht mit Trockenhefe. Hat gesagt, irgendwie geht die nicht hoch, aber das passt gut, ne? Das geht schon hoch. Er hat so ganz normales Brot gemacht. Ich muss mich gleich nochmal schminken. Habe das Bett jetzt gemacht, das ist alles soweit fertig. Und Make-up ist drauf. Und jetzt fange ich einfach mal an mit meinen ganzen Sachen. Mit dem Bronzer zuerst, mit dem. Ja, heute, ehrlich gesagt, war eine sehr unruhige Nacht, weil Max ein Video gedreht hat mit Ash zusammen, wer am längsten wach bleibt. Mitten in der Nacht stürmten die hier ins Zimmer rein, ins Schlafzimmer, und Ash hat irgendwas geredet. Ich bin aus dem Schlaf raus, habe nur gedacht, wollen die uns gerade verarschen? Hat irgend Unsinn geredet, und oder beziehungsweise gut, ich war ja auch im Halbschlaf mehr oder weniger, ne? Also wach geworden, weil die halt hier reingestürmt haben, weil die Licht angemacht haben, und ich weiß nicht, wie spät das war. Das war echt der Hammer. Ich weiß auch nicht, wie lange die durchgehalten haben. Wer am längsten und wach war. Keine Ahnung. Und Fakt ist nur, hasse das, ne? Hasse das. Genauso wie hat Max auch schon mal gedreht, irgendwas um 3 Uhr nachts. Oh mein Gott, Leute, das. Ich sag immer, das ist die Hölle. Gerade wenn du schläfst und dann wirst du irgendwie aus dem Schlaf gerissen oder so oder wirst geprankt mitten in der Nacht. Nicht so lustig. Ja. Ja, Adam macht sich jetzt fertig. Das Brot ist im Backofen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt schon so eingestellt hat, dass es gebacken wird. Hoffentlich können wir gleich frühstücken. Das ist nämlich schon nach 10 und ich glaube, hier Ash wird nicht aufwachen. Er hatte ja vorher einen Tag davor Schlafbesuch gehabt. Die waren bis um 4 Uhr wach. Wie lange das gestern war, weiß ich gar nicht. Ich habe gesagt, also so ein Wochenende. Finde ich schon krass, gerade weil halt eben Schlaf fehlt, ne? Ja. Ich schminke mich jetzt auch mal ganz schnell. Ich glaube, mit Spazieren geht wird nichts jetzt gleich vom Frühstück. Gut immer. Aber wisst ihr, was ich versuchen wollte? Ich wollte versuchen, in den Blumenladen zu kommen. In meine Gärtnerei. Ich bräuchte ja ein paar Sukkulenten. Gestern habe ich es nicht geschafft, weil sie ja samstags nur bis halb eins, eins, nur spätestens eins aufhaben. Und sonntags haben die ja nun auch ein paar Stunden auf. Weiß aber nicht, um wie viel Uhr die zumachen. Deswegen wollte ich vielleicht gleich mal rüber, nicht gleich, aber nach dem Frühstück, mit dem Fahrrad hier. Und mir mal ein paar Sukkulenten angucken. Ich hätte bei Bauhaus welche mitnehmen können, ne? Habe ich aber vergessen, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber ich glaube, die sind da günstiger bei Bauhaus. Weil ich meine, ich zahle hier für kleine 2,20 € oder so. Und ich glaube, Bauhaus war eigentlich mit 1,39 mal letztes Jahr.
weiß nicht, wie die Preise dieses Jahr sind. Das ist hier alles teurer geworden. Ob die jetzt auch die Pflanzen teurer gemacht haben, das weiß ich gar nicht. So, ich schminke mich mal ganz fix und dann kann ich auch schon mal Frühstück decken. Mal schauen, was der Tag heute so mit sich bringt. Ich muss noch ein Video schneiden nachher. Ich bin irgendwie im Moment so, ich finde es immer schöner, wenn ich so ein bisschen an Videos vorgedreht habe. Wisst ihr, dass ich dann in Ruhe meinetwegen einen Tag mal nicht aufnehmen muss. Aber so ist es im Moment. Ich nehme auf, schneide, lade hoch. Dann nehme ich wieder auf, schneide, lade hoch. Wie so am Fließband. Aber nun gut, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall ist für euch bestimmt auch ganz gut, bin ich top aktuell. So. Sieht bestimmt bescheuert aus, so wie ich mich schminke, oder? Was ich gerade hier so veranstalte mit mir. So. Seid fertig, nur noch einmal unten. Ich frage mich ja, wann das Wetter einigermaßen besser wird, ne? Also, dass wir so ein bisschen sommerliche Temperaturen bekommen oder zumindest nicht immer diesen kalten Wind. Weil was bringt es denn, wenn man irgendwie 18 Grad hat, aber der Wind ist so eisig, dass man mit Jacke rumlaufen muss. Ohne Jacke geht nichts. Wir hatten schon überlegt, mit dem Kanu mal irgendwie aufs Wasser oder so. Das ist ja eisig kalt. So, gestern hatte ich vergessen, Wimperntusche aufzutragen. Ne? Geil, oder? Gut, dann fange ich das Video an. Habt ihr schon mitbekommen, das Video davor. Ich denke, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Und da war, fehlte halt die Wimperntusche. Achso, gestern habe ich bei der Apotheke. Ich habe Herpes, ne? Hier an der Seite unten. Sieht man nicht so, aber es ist richtig ätzend. Ich hatte früher immer ganz viel oft Herpes. Und habe ich zu ihr gesagt, ich hätte gerne Zuvirax gegen Herpes. Und dann sagt sie zu mir, kennen Sie schon das und das Medikament? Habe ich gar nicht verstanden. Also ich habe gesagt, Medikament, ja, zum Kauen, sagt sie dann. Man kann Medikament gegen Herpes zum Kauen nehmen. Ich habe gesagt, nee, eine Salbe bringt mir dann auch was. Und normalerweise war Zuvirax immer am besten, finde ich jetzt für mich. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Nur 10 Euro für so ein kleines Ding. 10 Euro. Ja, es gibt auch so irgendwelche Herpespflaster oder sowas, aber die bringen nichts. Eine ehemalige Arbeitskollegin, die hatte das immer mal benutzt, aber die sagte, das ist Quatsch. Das sieht aus wie total blöd. Also du siehst das Pflaster und helfen im Grunde, sagt sie nicht so. Ich weiß nicht, schreibt mir gerne mal, ob ihr schon mal Erfahrungen mit irgendwelchen Salben gemacht habt. Also für mich war die beste halt Zuvirax, ne? Es gibt Salben, die sind ein bisschen günstiger, aber scheinbar irgendwie der gleiche Wirkstoff. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt, weil ich hatte schon mal gehabt. Aber ich finde Zuvirax hilft irgendwie am besten. So, ich bin gleich fertig und dann können wir Richtung Frühstück schon mal gehen. Ich verzweifle, dass Ash mit uns heute frühstücken wird. So wie gestern auch. Gestern haben die alleine gefrühstückt, naja, die Kinder, weil die natürlich länger geschlafen haben. So, ich bin fertig. Übrigens, wisst ihr was? Ich hatte mir gestern wieder mal den Rasen angeguckt, den ich gesehen habe, da an der Seite. Ich glaube, das wird nichts. Ich hatte schon überlegt, Steine zu holen. Ich weiß ja nicht, wie lange so ein Rasen braucht, bis er irgendwie anfängt zu keimen oder überhaupt mal zu wachsen oder so. Und ich gieße das. Ich habe das, glaube ich, 2 Tage nicht gegossen. Vielleicht war das auch ein Fehler. Aber da wächst nichts. Der Rasen ist... oder ich habe es falsch gemacht. Der Rasen ist auf der Oberfläche. Ich hatte es jetzt zuerst gehakt, dann Rasen gesät und gegossen. Keine Chance. Ich glaube, es wird echt nichts. Na gut, also, ich würde sagen, wir gehen immer Frühstück zu stecken. So, das Brot ist, guck mal, das sieht schon so toll aus. Wir überlegen gerade, ob es schon fertig ist oder nicht.
20 Minuten Backofen, aber das riecht schon so gut. Mein Schnucki ist auch da. Hier ist der Bäckermeister. Neues Experiment. Mal gucken, ob das auch so gut schmeckt, wie es aussieht. Ja, das sieht toll aus. Mal rausnehmen? Ich würde sagen, fast ja. Gucken das wir mal an. Es sind noch keine 20 Minuten drin, ne? Noch nicht ganz. Okay. Wisst ihr was? Es ist 10:45 und ich habe gedacht, solange das Brot noch jetzt im Backofen ist, fahre ich mal ganz schnell zum Blumenladen mit dem Auto und guck mal nach Sukkulenten oder vielleicht nach ein, zwei irgendwie von anderen Pflanzen mal schauen, was die so haben. Auf jeden Fall dauert es dann nicht lange und dann bin ich gleich wieder da. So, hier haben wir schon mal ein paar Kräuter und verschiedene andere Stauden. Mal gucken, ich wollte eigentlich so einen Bodendecker auch mal haben wieder. Guck mal, Sukkulenten sind hier zwei Stück, aber nur. Die sind aber nicht so schön. Mal gucken gleich, nur drei. Ich gucke gleich mal, ob die noch mehr irgendwie davon haben. Schnittlauch oder was ist das hier? Ja, Schnittlauch. Und Erdbeeren. Hier sind schon mal ein paar Margeriten. Sieht voll hübsch aus und ich hatte überlegt, diese Rosen dann zu kaufen hier. Diese größeren. Wie die hier. Ich weiß nicht, wie teuer die ist. Die sieht echt schön aus. Und hier ist noch mehr. Hier sind ein paar Petunien schon mal. Auch in Rot. Verschiedene Farben halt, ne? Hier sind auch welche. Die sind auch voll schön. Ich weiß nicht, wie die heißen gerade. Ein paar gelbe Petunien. Und da drüben, hier sind Stämmchen. Margeritenstämmchen. Finde ich auch ganz hübsch. Die sind auch so schön hier. Die sind aber noch klein. Die machen das ja alles selber hier. Oder pflanzen alles an, züchten das alles. Und die sind hier wunderschön. Guck mal. Diese hier. Sehen auch hübsch aus. Ich weiß nicht, wie die heißen. Das ist meine Ausbeute hier, ihr Lieben. So, ich bin zu Hause. Guck mal, so sieht das Brot aus. Das sieht mega aus. Riecht auch so gut im ganzen Haus. Also, guten Appetit, ihr Lieben. Wir frühstücken jetzt mal. Und schmeckt's? Ah, super. Klingt schon mal lecker. Super. So Leute, es ist jetzt 12:30 und wir sitzen hier immer noch nach dem Frühstück, ne? Ich habe jetzt gerade mit meiner Mama geschrieben, mit meinem Cousin draufgesappelt und so weiter. Und ich kann mich nicht aufraffen. Eigentlich müsste ich in die Garage, weil mein Schnucki gestern ein cooles Regal angebaut hat. So Regalböden an die Rückwand von der Garage. Und die müssten mal sauber gemacht werden. Und dann war er gerade zu mir. Los, gehst die sauber machen, kann ich das Holz weiter stapeln, weil er ist ja die ganze Zeit im Gange da gewesen. Ne? Willst du dich sauber machen? Ich sollte sauber machen gehen. Mach das Regal jetzt sauber. Ja, siehst du, guck mal. Siehst du, der zwingt mich. Ich sitze hier rum und kann nichts tun, weil das dreckig ist. Und ich bin für dafür zuständig. Das ist das Mindeste, was du machen kannst. Ne? Weißt du, ich habe mich gestern angeplagt, das ganz alleine da anzuschrauben. Alles. Ja, ich hatte überlegt, dir meine Hilfe anzubieten, aber ich hatte keinen Bock gestern. Ja, guck mal. Ich habe gestern in der Sonne gelegen. Ich hatte nicht noch Bock. Das musste gemacht werden, also mache ich das auch. Ja, siehst du. Oh. So. Und dann muss ich noch mal ganz kurz, ich musste einen Kommentar von euch, hat jemand mir geschrieben. Er hat geschrieben, Marie, warum musst du immer alles alleine machen? Irgendwie so in der Art. Also, weil sie immer woanders unterwegs ist, als ich. Ganz einfach. Und warum? Warte mal, er hat noch anders geschrieben. Er hat geschrieben, das ist doch Männerarbeit, die du da machst. Mit Rasenmähen, noch irgendwas. Und dann gingen die Frauen auf ihn los, die Zuschauerinnen. Ne? Dann haben wir so, hä? Wie? Wir Frauen können das doch auch machen. Und so, das ist doch keine typisch Männerarbeit. Jetzt guck dir mal mich an. Ich ermögliche dir all deinen Freiraum. Alles, was du machen möchtest, darfst du machen. Ist doch wunderbar. Ja. Warte mal, ich muss mal ganz kurz mal gucken. Wie hieß der Junge denn? Manuel oder so? Und dann haben natürlich ganz viele darauf geschrieben, dass, wie gesagt, es gibt halt nichts, was man selber auch als Frau nicht machen kann. Richtig. Frauen können alles. Schließlich ist so eine Frau. Manuel Schmidt hat geschrieben. Schließlich ist so eine Frau auch nur ein Mann. Hat geschrieben, ich musste nur so lachen, ne? Hallo Marie, mir ist aufgefallen, dass du immer ohne Adrian ins Bauhaus fährst und auch viel im Garten arbeitest, also Rasenmähen, Sträucher schneiden und so weiter. So oft ohne Adrian, das sind doch aber Arbeiten, die meistens Männer machen. Aber wieso Adrian nicht? Klar kann das auch eine Frau machen, aber normalerweise macht das doch der Mann. Ich finde, es gibt keine Arbeiten, die jetzt nur für den Mann oder nur für die Frau irgendwie bestimmt sind. Ich doch. Hier habe. Das gibt was nur für die Frau bestimmt ist. Kinder kriegen. Ja, genau, Kinder kriegen. Das war es dann aber schon. So, also hier schreibt AA, also doppelt groß AA. Wir Frauen können das einfach besser.
Mein Mann ist eher pragmatisch, während ich mich mehr auf das Detail konzentriere. Ich glaube ihm nicht, an meine Stelle den Rasen zu ich erlaube ihm nicht, an meine Stelle den Rasen zu mähen. So, dann Karin Wolf. Hallo Manuela Schmidt, ich glaube, sie macht das gerne draußen im Garten und das macht ihr auch nichts aus, dass ihre Aufgabe geworden ist, aber wir sehen ja auch nur einen Bruchteil eines Alltags. Ich finde schon, dass sie sich ihre Arbeit aufteilen. Er backt ja auch sehr gern jeden Morgen leckere Brötchen und Brot und das ihm Spaß zu machen scheint, sonst würde es ja auch nicht machen. Und was Marie nicht machen kann am Haus, macht Aran bestimmt auch. Ich zum Beispiel mähe bei uns zu Hause auch sehr gerne den Rasen und warte ich nicht, bis mein Mann von der Arbeit kommt. Dafür kümmert er sich dann ums Gemüsebeet. Da mache ich nichts. Das ist dann sein Hobby und ich nehme ihm Arbeit ab. Und er mir zum Beispiel alles, was mit dem Auto zu tun hat. Ja, Reifen wechseln und so weiter. Ja, genau. Also, das könnte ich nicht. So, dann fragt Manuela. Das frage ich mich auch immer, warum Marie so oft alles alleine macht. Es macht halt für den Zuschauer den Eindruck, dass Marie in vielen alleine gelassen wird und nicht viel Unterstützung von ihrer Familie hat. Katharina schreibt wieder, sie hat das doch nun schon sehr oft erwähnt, dass sie nicht immer filmt, wenn ihre Familie ihr hilft. Adrian hat doch die ganze Terrasse verlegt. Die beiden arbeiten Hand in Hand. Zum Beispiel zu Bauhaus und Steine holen macht sie schnell alleine, weil sie nicht so lange warten will. Ja, das habe ich tatsächlich gesagt, weil ich so ungeduldig bin. Das Ausladen, da helfen die ja auch alle. Marie filmt ja nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Liebe Grüße an dich. So. Ja, okay, aber sie filmt sehr oft und viel und fast nie ist, wie erwähnt, bei solchen Arbeiten Adrian dabei. Ja, also ihr habt euch ordentlich hier ausgelassen. Ja, dann sag mal, der Mann. Also, bei mir ist das so, das habe ich bei Marie auch schon mal bemerkt, sie macht mit Vorliebe etwas, was man jeden Tag macht oder einmal pro Woche oder was weiß ich. Ich bin dagegen eher jemand, der ein Problem sieht und dieses Problem dann angeht. Also zum Beispiel, wir hatten ja hier Wind auf der Terrasse und dann war die Problemstellung, wie kann man diesen Wind auf der Terrasse entfernen, zum Beispiel mit dieser Holzwand. Die musste dann geplant und überlegt und das eingekauft, abgemessen, angeschraubt und so weiter werden. Das ist meins. Das ist eher so das Schwermetall des täglichen Arbeitens, aber das fällt morgen nicht nochmal an, nächste Woche auch nicht. Marie könnte man auch hinsetzen und sagen, in einer Datei von, keine Ahnung, da fehlt über ein Punkt und den musst du jetzt in jeder Reihe da reinbauen, dann macht die das. Ich kann das nicht, ich werde da wahnsinnig. So, oder zum Beispiel, Strom wird immer teurer und teurer. Da setze ich mich hin und überlege mir, okay, wo kann ich den Strom weglassen? Beziehungsweise, wie kann ich den Strom billiger kriegen? Zum Beispiel mit dem Fernsehen. Und mit dem Computer arbeiten. Das sind Sachen, da braucht man nicht so viel Strom für. Das könnte man auch selber produzieren. Machen wir inzwischen. Und das sind Sachen, die muss man erstmal rausfinden. Da muss man recherchieren, das muss man ausrechnen, das muss man anbauen und so weiter und so fort. Das ist dann so meins. Und wenn dann die Solaranlage dran ist, das macht man dann auch nicht nochmal. Man erweitert die Solaranlage dann sicherlich irgendwann mal, wenn dann mal Zeit ist. Und dann wird auch das Waschbecken eingebaut. Weil das ist dann so auch mein Ding. Genau. Wie gesagt, also da hat übrigens, einer noch geschrieben. Das wollte ich schon anbauen. Ja, aber und ich hatte. Da wolltest du nicht. Da wollte ich nicht. Das war an irgendeinem Sonntag, da sagt er, oh, lass uns mal den Waschbecken austauschen. Ich so, nee, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Das ist schon ein bisschen her jetzt, ne? Aber wie gesagt, es ist alles so bei Zeiten. Nur, ich musste immer so lachen und dann hat auch einer geschrieben, dass wir uns das alles. Ja, man teilt sich das irgendwie, ne? Der eine macht das, der andere macht dies. Also, gestern zum Beispiel hat mein Schnucki. Mindestens 2 Stunden hast du eine Garage alles da umgebaut. Ja, ich verkürze das ein bisschen. Ich bin noch total schnell. Das waren gar nicht 4. 2 Stunden waren bestimmt. Naja, ich bin irgendwann und ich lag, raus aber und um 6 war ich wieder drin. Noch länger sogar, siehst du. Und ich lag die ganze Zeit in der Sonne. Ne, er hat ein Video geschnitten, eins von mir. Ich habe auch in der Sonne gelegen. Ja, stimmt. Aber irgendwann war das Adrian dann in die Garage. Da hatte ich aber irgendwie keine Lust. Das ist immer so, immer so. Und jetzt, wie gesagt, raffe ich mich mal auf. Weil wenn man erstmal am Handy sitzt, gerade so bei WhatsApp, dann schreibt mir hier einer, dann wirst du, also meine Mama habe ich gerade was drauf gesprochen, jetzt hast du mir wieder was drauf gesprochen. Übrigens gibt es Leute, die machen, wenn sie was machen, einen so unheimlich großen Aufwind da drum. Also die tönen rum und hauen und sind laut und man denkt so, Alter, was, wie kannst du das nur, das ist alles so voll viel und wie machst du das nur?
Und andere, die machen einfach und sind zack fertig. Und bei denen denkt man dann, die tun nichts. Ja. So, wer jetzt hier wer ist. Also ich bin eher die, die nicht plant. Ich mache einfach. Bei mir ist was da. Es gibt Leute, die sind einfach laut. Ja, das stimmt. Und wenn die irgendwas machen, egal was sie machen, dann denkt man so, mein Gott, ist das schwer und anstrengend. Das kannst du bestimmt nur du, weil wenn ich schon sehe, wie du da stöhnst und wie anstrengend das ist, dann bist du bestimmt ganz toll und das kannst nur du machen. Mhm. Und jemand anders geht da einfach ran, zack, macht das ja, fertig. Ja, genau. Übrigens, so. Ich habe gerade von Max was gelesen, weil ich wissen will, wann die gestern im Bett waren. Ne? Wer von uns beiden ist denn wer? Also ich bin die, die nicht schnackt. Ich mache einfach nur. Ich mache auch einfach nur. Ja, siehst du, wir machen einfach beide nur. Die waren gestern um 2 im Bett. Ja, ja. Er schläft noch, es ist jetzt 1:30. Nun gut, also. Wir haben viele Videos gedreht. Habe ich schon erzählt, diese Störung in der Nacht, ey. Jedenfalls höre ich einmal ganz kurz, was meine Mutter da jetzt gesagt hat. Und dann gehe ich in die Garage und putze die Regale. Ja, ich warte. Ich mache das gleich. Oh mein Gott, wir haben 8 Minuten euch voll gesappelt, fast 9. Ja. Ich mache jetzt mal die Kamera aus. Mir hat einer geschrieben. Marie, du immer und dein Grinsen. Max ist gerade gekommen. Ich habe schon gerade gesagt, was ist mit dem Brot? Ja, ich bin dabei. Ah, hast du noch mehr? Guck mal, er bringt mich hier Geschirr zurück. Und, ja. Auf jeden Fall, Leute, das Brot ist sehr lecker. Ja, wenn man das hier Geschirr nennen kann. Was ist das? Er ist gekauft. Woran hat er das gekauft? Wir waren gestern noch einkaufen. Ich liebe die Dinger. Ich glaube, die sind noch ehrlich gesagt für dich, deswegen. Ach so, hat er mir gleich 4 mitgenommen? Leute, die sind so lecker, diese Nudeln. Ich liebe das mit diesen Pilzen. Wann wart ihr einkaufen? Hab ich gar nicht mitbekommen. Als ihr uns gesucht habt? Nee, habt ihr es gar nicht gesucht gestern. Wann wart ihr einkaufen mit ihm? Ja, gestern Abend schon. Hä? Gestern Abend. Gestern Abend auch noch? Ja. Hab ich nicht mitbekommen. Nee. Naja, auf jeden Fall wart ihr heute um 2 im Bett, ne? Deswegen ich wundere mich, ob ich jetzt Ash wecken soll oder nicht, oder? Noch nicht. Was habt ihr für eine Scheiße geredet heute Nacht, ey? Ich im Halbschlaf, hab's jetzt gedacht, was redet der für ein Quatsch da? Das seht ihr bei ihm hier im Video, ne? Genau. Mhm. Die sind auch super lecker. Ja, ging's euch ja gut. Brot. Ja. Ist mega. Getoast. Akku war gerade leer, Leute. Wir haben jetzt weiter gestapelt. Er springt nur mal ganz kurz mal Handschuhe und ich muss den Akku tauschen. Und wir haben schon ordentlich was geschafft. Danke. Ich zeige euch mal ganz kurz, was wir gestapelt haben. Blümchen habe ich noch nicht eingepflanzt. Das mache ich dann, wenn wir gleich fertig sind. Blümchen habe ich jetzt hier hingestellt. Guck mal, alles im Dunkeln hier. 2 Reihen sozusagen einmal gestapelt. Sieht ja gut aus. Kommt noch eine. Und da kommt noch eine davor. Genau, noch eine dritte. Vielleicht sogar noch eine. Okay. Mal gucken. Und voilà, mein Schinki hat so eine Unterkonstruktion nochmal gebaut für die dritte Reihe jetzt. Auch, dass man die Wände so ein bisschen schützen kann. Auf jeden Fall sind wir gerade dabei. Adrian ist kurz rein, dann kommt aber gleich wieder. Und ich stapel hier weiter. Ich packe immer das Holz von da nach da, weil entweder ich kann das einfacher wieder wegnehmen oder Adrian. Also entweder packt er mir gleich oder die ganze Zeit haben wir es so gemacht, dass ich auf diese Kiste raufgelegt habe. Und er quasi gestapelt hat, ohne dass er sich ständig bücken muss. Und naja, also wir haben es, glaube ich, gleich geschafft. Und hier ist echt Chaos, ne? Wir haben hier Unterstützung bekommen. Ja. Du bist um 2:30 aufgestanden, ne? Ja. Was hast du gesagt, dass du hier reingekommen bist? Nichts. Was hast du gesagt? Du hast gesagt, das mache ich nicht nochmal, 2 Tage hintereinander. Nee. So lange aufbleiben, ne? Mhm. War nicht gut? Nee, nicht so. Nicht so? Es ist soweit alles fertig, ihr Lieben. Hier haben wir ganz viel kleinen Schnippel, also Anzünderholz. Das muss dann weggebrannt werden zwischendurch und das müssen wir nochmal stapeln, irgendwann mal in den Gang wieder. Und so, was alles andere ist, wie gesagt, haben wir alles fertig gemacht. Nun habe ich auch die Blümchen eingepflanzt, ihr Lieben. Ich hoffe, dass das Wetter das einigermaßen gut zulässt. Also
Hier ist einmal schon mal eine Petunie, dann habe ich hier oben welche eingepflanzt. Da in den Topf Margarete ist drin und hier, was ist denn hier? Hier habe ich die Petunie eingepflanzt, genau. Einmal diese eine Pflanze gegossen, alles und genau, das hält noch ein bisschen. Sie sehen noch einigermaßen ganz gut aus. Es geht gleich, Schnetzel das mit Reis. Ich habe das jetzt alles zusammen gemischt. Und riecht schon sehr, sehr gut. Das erste von uns vorgestern bei uns. Also das ist der erste Gezehrt. Aber das schmeckt sehr gut. Guten Appetit. Also, geschnetzeltes ist soweit jetzt aufgewärmt und mein Schnick und ich wollen jetzt essen. Er hat vorhin schon was gegessen. Er sagte, nach dem Aufstehen um 1:30 hat er irgendwie ein paar Nudeln gehabt. Und auf jeden Fall gibt es für uns jetzt lecker geschnetzeltes. Also, guten. Schaut mal, was ich im Kühlschrank bei uns gefunden habe. Die Kinder haben zwar gesagt, die haben Erdbeeren-Bananen reingelegt. Da dachte ich, na gut, dann werden es normale Erdbeeren-Bananen sein. Aber das ist mit Schokolade. Das ist ja cool. Sieht echt mega aus. So, es ist auch schon jetzt abends, ihr Lieben. Das ist gleich 4:30. Und mal fiel ein, ich muss noch ein Video schneiden. Habe ich gar nicht gemacht. Das heißt, ich gehe jetzt einmal an meinen PC. Einmal den Videoschnitt. Würde das Video hier gerne einmal beenden. Morgen ist schon wieder Montag. Morgen geht die Schule wieder los. Ja, also ich würde sagen, ich hoffe, dass das Video euch hier gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.